Dienstbeginn am Nachmittag für die Hamburger Fahrradstaffel. Ihre Aufgabe für heute: E-Scooter-Fahrer ganz genau unter die Lupe nehmen. Es dauert nicht lange, da fallen Polizeihauptmeister Tore Andresen zwei junge Männer in Party-Outfits auf. Und wohin sind Sie unterwegs? Dreimal dürfen Sie raten. Die Elbe anschauen. unter anderem noch. Zum Schlager-Move. Ja. Okay. Die beiden nehmen die Kontrolle gelassen. Wir sind ja schon auch langjährige Autofahrer und sind uns da unserer Pflicht bewusst, dass wir natürlich nicht alkoholisiert Auto fahren. Also ich glaube, man sieht das ja immer wieder, dass Leute nachts auch noch E-Scooter fahren. Kann man nicht empfehlen. Also sollte man nicht machen. Die Polizei sagt, alles okay, hat aber noch einen Tipp. Das 9-Euro-Ticket nutzen. Es geht weiter. An der Feldstraße erregt ein ungewöhnliches Gefährt die Aufmerksamkeit von Polizeikommissar Bürger Kempernolte. Das ist der beide gleich ins Auge gesprungen, weil das so ein ungewöhnliches Fahrzeug ist. So eine Mischung aus Fahrrad und E-Roller, keine Pedale. Und das ist in Deutschland halt noch nicht so ganz so verbreitet und sehr ungewöhnlich. Die Fahrerin kennt das schon. Sie wurde nicht zum ersten Mal gestoppt. Ich bestimmt schon 2-3 Mal, mein Mann auch. Wir fahren damit abwechselnd. Aber wir wohnen halt in der Stadt und daher ist es halt praktisch. Keine Parkplatzsuche. Kurze Zeit später, zwei Männer auf einem E-Scooter. Das ist verboten. Sie werden angehalten. Der Fahrer will nur 2 Cider getrunken haben. Tore Andresen wird misstrauisch. Kurz rauf. Also über 0,5 sind sie nicht. Also ich habe jetzt kein Thermometer mit, aber nein, eigentlich nicht. So. Und aber kräftig reinpusten. Jo, langt. Das ist ein bisschen toll. Heißt 500 Euro Bußgeld. Der Mann wird auf die Wache gebracht. Tore Andresen und Bürger Kempernolte fahren mit dem Rad hinterher. Ja, wir sind jetzt mit ihm zur Wache gefahren. Da hat er dann nochmal gepustet an dem sogenannten Evidential-Gerät, das gerichtsverwertbar ist. Da hat er jetzt zweimal gepustet und hat einen Wert erreicht, der noch im Ordnungswidrigkeitenbereich liegt. 0,96 Promille. Damit wurde er hier jetzt vor Ort entlassen, kriegt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Und ja. Das war's dann. Es geht wieder auf die Straße. Kurz vor Feierabend fällt den Beamten plötzlich ein Autofahrer auf. Er wird gestoppt. Mit der Hand an der Waffe sichert Bürger Kempernolte seinen Kollegen. Der hat während der Fahrt telefoniert. Das ist der letzte Fall für die beiden, die Spätschicht übernimmt. Für die Fahrradpolizisten endet ein erfolgreicher Arbeitstag. Insgesamt erwischt die Polizei an diesem Abend noch 5 weitere betrunkene E-Scooterfahrer.